Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, was geht momentan ab in Battlefield 5 beziehungsweise was bekommen wir jetzt eigentlich richtig am Donnerstag mit der Map Wake Island beziehungsweise was bringt uns die neue Map Wake Island für neue Battlefield 5 Erfahrungen, da wir ja die Map Wake Island aus Battlefield 4, aus Battlefield 1942 und noch vielen weiteren Sachen kennen, also Battlefields. Auf jeden Fall, Leute, was geht ab momentan? Am Donnerstag, beziehungsweise die News zu der neuen Map Wake Island, droppe ich jetzt nochmal, beziehungsweise gehe ich mit euch nochmal durch. Aus dem Trailer, der Trailer zum Mitverfolgen, zum Nachverfolgen ist auf diesem Kanal auch vorhanden und zwar unter der Battlefield 5 Wake Island Vorstellungstrailer. Ich werde ihn auch für euch natürlich auf die Startseite ganz oben drauflegen. Das heißt, für wiederkehrende Abonnenten, Leute, könnt ihr euch den nochmal anschauen. Das heißt, Leute, abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen und natürlich Glocke aktivieren nicht vergessen und natürlich auch nicht das Teilen, wenn ihr eure Freunde auch auf neuesten News halten wollt. Auf jeden Fall kommen wir zum Anfang des Trailers und zwar am Anfang des Trailers, Leute, sehen wir eigentlich so das markanteste Markenzeichen für Wake Island und zwar eine Krabbe. Und ja, diese Krabbe ist schon irgendwie nice. Und dann im nächsten Moment sehen wir natürlich wieder die Amerikaner, die landen am Strand und dann gibt es erstmal eine Beach-Offensive von beiden Seiten. Die Japaner schlagen die Amerikaner zurück wieder mit natürlich Geballer. Die Amerikaner packen ihren Flammenwerfer aus, Raketenwerfer und dann geht es in der Zeit zurück und zwar bis zum Jahr 1942 in Battlefield und zwar das erste Battlefield, was vor 17 Jahren erschienen ist. Und ja, in diesem ersten Battlefield sind halt, die Map Wake Island enthalten gewesen. Und ja, 1943 in Battlefield, also in dem Spiel Battlefield im ersten, ja, da wurden Wake Island mit neueren Sachen nochmal veröffentlicht. Und in Battlefield 4 haben wir sie auch nochmal ein bisschen zu spüren bekommen. Und ja, sie hat sich immer weiterentwickelt über die Battlefields hinweg und ist immer ein Bestandteil geblieben von Battlefield. Und ja, wir sehen dann nach diesem kleinen Replay Wake Island und das neue wohlgemerkt. Und dann sehen wir einfach mal komplett eine geile Szene aus der Luft. Das heißt, es werden Flieger wahrscheinlich auch vertreten sein und das hoffentlich auch nicht nur wenig, so wie auf den anderen Maps, weil die wurden jetzt schon richtig hart runtergenommen. Nicht so wie früher, da hast du da mindestens 3 Flieger in der Luft gehabt. Nee, momentan ist es so, da hast du mal fast 2 Flieger maximal in der Luft. Also ja, ist ein bisschen schade, dass das nicht immer so ist. Ich hätte mir ein bisschen mehr Flieger wieder gewünscht in der Luft, dass auch mal ein bisschen mehr Luftfight wieder ist und nicht immer nur eine Seite hat Luftvorherrschaft und die andere nicht. Das ist ein bisschen unfair, aber naja. Auf jeden Fall, dann sehen wir, ja, Gameplay von Wake Island und es sieht einfach nur nice aus. Wir sehen wieder mal unsere beliebten Panzer jetzt schon und wir sehen natürlich das neue TTK-Update hier voll in Action und zwar sehen wir einfach mal jemanden, der Dynamit hinter einen Panzer platziert. Der Panzer fährt gerade weg, ist vollkommen richtig hart getroffen und er zündet einfach das Dynamit, trotz er aus der Range raus ist eigentlich, nach dem alten Battlefield-Standard und er explodiert trotzdem. Das ist halt das neue TTK-Update. Vorteil für jedermann, sagen wir mal so. Ja, dann sehen wir Sniper-Gameplay und ja, die Map soll einfach perfekt sein, um nicht mehr snipen zu können. Und ihr könnt jede Deckung nutzen, sie haben wirklich ziemlich viel darauf geachtet, auf Infanterie, dass ziemlich viel Deckung vorhanden ist. Und ja, zu den Snipern, die Sniper können natürlich wieder home snipen und können auch ziemlich gute Positionen haben, aber das Geile an der Map ist, ihr könnt von hinten, von links, rechts, von vorne, von überall kommen. Diese Map bietet einfach den idealen Effekt wieder mal, um jemanden richtig hart aufs Korn zu nehmen. Ehrenlos. So kennt man sie. Und ja, auf jeden Fall ist es wirklich richtig nice, dass wir einfach so es bekommen. Also es ist wirklich OMG. Wir können wieder Sniper ausschalten und das mal richtig. Und ja, wir können bis hin zum Nahkampf gehen. Also ja, wird nice. Und ja, dann sehen wir halt wieder Gameplay und diesmal Third Person und natürlich sagen sie auch hier nochmal, sie haben neues Gameplay und natürlich auch ein neues TTK-System eingefügt und ja, wir werden bestimmt definitiv auf der neuen Map Wake Island neue Spieloffensiven bzw. neue Spielmethoden entwickeln. Und ja, Wake Island ist eine Mischung aus Infanterie, Panzern, Flugzeugen und ja, Breakthrough bringt es am besten fort, also das heißt Durchbruch, diese ganze Sache. Und natürlich gibt es die Map auch für Eroberung dann später.
Dann gibt's das neue TTK-Update auch mit einem echt nicen Future noch, was ihr auch seht im Video. Und ja, sie sagen halt noch am Ende jetzt des Videos, sie sind wirklich überrascht, wie geil das Feedback war auch zu Pazifik, zu den Pacific Maps. Und das muss ich auch wirklich bestätigen, kann ich nur bestätigen, dass die Community dich so hart feiert, dieses komplette DLC, was die rausgekommen haben mit den zwei ersten Maps. Das ist wirklich OMG. Und ja, da kann man nur sagen, Leute, was geht ab jetzt? Was kann nur noch kommen mit Wake Island? Was kann da jetzt noch kommen mit der neuen Map, die wir noch nicht wissen, was für einen Namen tragen wird? Aber was kann da noch Besseres kommen als... Ja, es kann jetzt nur noch besser werden. Und sie sagen halt, ja, sie haben definitiv diesen diese geile Aufnahme mit der Community. Die feiern sie auch. Und ich finde es einfach übel nice, dass die Community das wirklich so hart feiert, dieses DLC, was sie jetzt so haben, rausgehauen haben. Und sie werden definitiv alle Erfahrungen, die sie jetzt mitnehmen konnten, alle Sachen, die sie jetzt wirklich von der Community auch bekommen, mit in diese Map einfließen lassen, in die nächsten Maps. Und das wird definitiv diese Map und alles andere an Gameplay in diesem Spiel beeinflussen und natürlich definitiv verbessern. Und ja, was gibt's noch zu sagen, Leute? Außer Battlefield wird besser werden mit dieser Map und wir sehen am Ende von diesem Trailer das Niceste, was es gibt, und zwar die Bestätigung, dass eine vierte Pazifik-Map rauskommt. Und zwar, Leute, sehen wir einen Urwald, wo es regnet gerade, wo wir ja amerikanische Soldaten sehen und dann japanische Soldaten sehen mit Katana. Und was kann man dazu sagen, außer... ja, was kann man außer dazu sagen, außer, dass halt wir eine neue Map bekommen und dass diese neue Map wahrscheinlich im Dschungel spielen wird. Das heißt, sie wird wahrscheinlich... Beziehungsweise ich hoffe es, dass sie in Richtung China geht. Ja, ich hoffe es wirklich so, dass sie Richtung China jetzt kommen und dann Richtung Osten richtig reingehen. Das heißt, dass wir jetzt von China aus dann oder vielleicht von Korea aus dann Richtung Richtung Russland gehen. Das wäre schon nice. Wir haben ja definitiv die Bestätigung, russische Front wird nächstes Jahr noch reinkommen, bestimmt. Wenn sie jetzt schon ein Skin, also ein Winter-Skin, released haben dazu in dem Black Friday ja, Skin-Pack. Wenn euch das nicht geholt habt, Leute, beziehungsweise wenn ihr das nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch den Livestream dazu gönnen, beziehungsweise ich habe ein Video dazu hochgeladen. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Ist auf jeden Fall gebenswert. Ja, Leute, das war jetzt schon das Video. Ich hoffe, ich konnte euch gut fesseln für diese, ja, 8 Minuten, 7 noch was Minuten. Deswegen, Leute, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin, haut da rein. Wie gesagt, Leute, am Donnerstag erscheint natürlich ein neuer Livestream zu, beziehungsweise auch ein paar neue Videos erscheinen zu Wake Island. Dazu kommt noch, Leute, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, seid ihr die glücklichen Ersten, die gespoilert werden, wenn ihr wollt. Und zwar zu Battlefield 5, einem neuen Projekt, was ich ins Leben rufe. Und zwar, wenn ihr mitmachen wollt, mein Name, vorab sage ich mal, ist in der Kanalbeschreibung. Das heißt, klickt einfach mal auf meinen Kanal und dann auf Kanalbeschreibung. Dann findet ihr definitiv dort meinen PlayStation-Namen und da könnt ihr mich anschreiben. Und dann werden wir bestimmt, wenn wir ein bisschen hergeschrieben haben, gute Freunde und können natürlich gerne auch zusammen das machen. Und zwar... Es geht um Folgendes, ich habe nämlich vor, ein Cinematic zu machen zu den Maps in Battlefield 5 und es kommt besser mit den neuen Pacific Maps und natürlich mit den alten Maps, ein neues Cinematic rauszuhauen und natürlich, was kommt da besser als, Leute, ein Battlefield 5 Cinematic zum Zocken. Deswegen, ja, wenn ihr mitmachen wollt, Leute, schreibt mich an, denn alleine ist es ziemlich viel Arbeit, das zu schaffen, diese ganzen Filmaufnahmen. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr einfach mal ein bisschen mitzocken wollt, beziehungsweise wenn ihr ein bisschen Gameplay für mich mitmachen wollt, also das heißt im Prinzip, wir treffen, also treffen uns Party und machen ein bisschen so zocken. Ich mache Third Person, ihr zockt so ein bisschen. Das, denke ich mal, wird auch hinhauen. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, haut da rein, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend jetzt. Sorry, dass ich ein bisschen gestreckt habe. Auf jeden Fall, bis dann, haut da rein. Ich wünsche euch schönen Abend und natürlich schöne Battlefield 5 Runden, viele Battlefield Coins und natürlich immer wieder viel.